Es gibt ja Leute, Sie haben vorhin gehört, die züchten Vögel, wie der Pepe. Es gibt aber Leute, das sind ein bisschen Vögel. Es gibt sogar verrückte Vögel. In Top of Switzerland haben wir heute Abend etwas Top-Spektakuläres. Meine Damen und Herren, schauen Sie selber. Das kann man schon sagen, du bist ein verrückter Vogel. Ja, wir gewöhnen sich daran, die Äußerungen von anderen Leuten. Ja. Wie ist denn das so? Hast du schon immer ein bisschen so einen Drang nach so speziellen, verrückten Sachen? Also es ist eigentlich eine Freiheit, die ich dort oben gelernt oder gespürt habe. Und die gibt es mir eigentlich nur im freien Fall. Und die Geschwindigkeiten, das kann man einfach unbeschreiben. Und deswegen gefällt es mir und deswegen mache ich es. Du hast sicher schon einen nächsten Rekord geplant. Jawohl, also ich habe zwei, drei andere Projekte. Das erste Projekt ist, wir werden im Tiefflug über Schildhorn hineingehen mit dem Flügelanzug, den wir gesehen haben. Und dann habe ich auch einen neuen Rekordplan mit dem Flügelanzug, sehr lange Strecken zu hinterlegen. Und hoffentlich geht das im November. Da hat er aber einen guten Tipp. Mach gerade auf Olympiasieger, nicht auf Weltmeister. Weil dann könnte ja am Röni noch ein Retour geben, oder? Okay, ja. Hast du meine Telefonnummer? Ja, ich rufe an für die nächste Sendung, wenn es klingt. Wir haben jetzt noch etwas ganz Spezielles, kann man sagen. Das ist sicher der verrückteste Öpfelschuss, den es gibt. Aber so, wie ihn du umgesetzt hast mit deinem Partner, das ist ganz verrückt. Das sehen wir jetzt. Jawohl. Wir sind hier auf dem Flughafen Buchs. Da haben wir eine Geschichte gerollt. Mein Team besteht aus meinem Kameramann Markus Heckli und Ueli Gegenschatz, der den Walterli und den Gessler gespielt hat. Da ist jetzt gerade in der Probe, wo wir mit dem Öpfelschuss die Geschichte gemacht haben. Da haben wir schon mal Probe. Das sieht aber eher aus wie eine Melone. He? Das Wichtigste ist bei uns eigentlich die Kamera. Die ist gebaut auf einen Helm. Das ist eben eine Digitalkamera und eine grosse Fotokamera, die uns sozusagen alle Bilder im Freifall liefert. Weil vom Boden aus sieht man ja eigentlich gar nichts. Das heisst, er springt auch zum Flüger aus mit und tut dann eigentlich alles verfolgen, 2-3 Meter vor uns und tut das alles bildlich verhalten. Die Ausrüstungen sind so, wir haben immer zwei Fallschirme dabei, wenn der eine nicht aufgehen würde. Und die Sicherheit ist eigentlich sehr gross geschrieben bei uns. Darum können wir auch vor jedem Sprung noch mal alles kontrollieren, ob alles in Ordnung ist. Und dann geht es los. Am Boden können wir noch mal alles ganz genau anschauen und ganz genau durchspielen. Weil wir fliegen hier über 200 Stundenkilometer im Freifall. Und dort muss natürlich jeder Handgriff und jede Position stimmen, dass wir genau am Boden schon absprechen können, wo wer wohin geht. Und dass wir dann eigentlich genau das gleiche Programm können, oben im freien Fall machen können. Dann geht's los. Das ist Cessna 206, der uns etwa auf 3000 Meter über Grund gebracht hat. Wir haben eben, wie gesagt, über 200 Stundenkilometer Freifallgeschwindigkeit. Und wir sind ca. 40 Sekunden für die ganzen Aufnahmen hier immer im Freifall gewesen. Wir haben nicht unbedingt so viel Platz im Flüger, aber wir haben das Beste daraus gemacht. Darum ist es dann eine gute Sache geworden. Und jetzt ich glaub, sieht man, was passiert, wenn man den Hub von Gessler nicht grüßt. Jetzt geht's los.
absolut, absolut sensationell. Skysurf Weltmeister, der Oliver Fuhrer. Alles Gute für die Zukunft. Toi, toi, dass nichts passiert. Merci wie immer. Oliver Fuhrer.